Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3 und guck mal, was ich gefunden habe. Halleluja, kommt zu mir. Halbe Stunde gesucht. Wartet hier. Kommt wie gut. Oh, verdammt. Warte, komm zurück. Kehr zurück zu Braddock, Charles, bevor er Verdacht schöpft. Tja. Ich komme hier allein zurecht. Kein Aber. Geht. Lauf nicht weg. Ich muss mit dir reden. Verdammt. Ich bin nicht dein Feind. Bitte, hör mir doch zu. Mehr als die erste benutzen kann ich nicht. Lass mich doch sprechen! Wieso lag da eine Leiche? Ich hab doch B gedrückt, verdammt! Ihr habt's alle gesehen, ich hab B gedrückt. Ganz ehrlich, was hast du davon? Okay, kein Scheiß, ey. So. Okay, der jagt nur einen Hasen, alles gut. Du kostest mich Nerven, Weib! Ja, das hört sich wirklich sehr ehrlich und nett an von ihm. So würde ich auch jederzeit zu ihm gehen. Hinweis analysiert. Ich habe die Frau doch schon gefunden, ich muss keine Hinweise suchen. Alter, wie die hüpft. Bist du nicht richtig im Kopf? Ich, Haven, ich komme in Frieden. Warum sprichst du so langsam? Entschuldige. Was willst du? Nun, deinen Namen fürs Erste. Ich bin Gazizio. Ist mir eine Ehre. Gazio? Nenn mich einfach Zio. Dio? Zio. Zio. Nun sag mir, warum du hier bist. Woher hast du das? Einem alten Freund. Diese Zeichen gibt es nur an einem anderen Ort. Wo? Es ist mir verboten, darüber zu sprechen. Ich hab euch befreit. Bedeutet dir das gar nichts? Schau. Ich bin nicht dein Feind. Nicht weit von hier ist ein Hügel. Triff mich dort. Und wir sehen, ob du die Wahrheit sprichst. Oh. Ich bin nett. Ich töte keine Menschen. Oder Wölfe. Oder Frauen. Ich bin hier. Und du? In diesem Dorf lagern Soldaten, die unser Volk von hier vertreiben wollen. Ihr Anführer ist ein Mann namens Bulldog. Edward Braddock. Du kennst ihn? Er ist kein Freund von mir. Jeden Tag sterben mehr meines Volkes wegen Männern wie ihm. Dann schlage ich vor, das zu beenden. Gemeinsam. Was hast du im Sinn? Wir töten Edward Braddock. Doch erst müssen wir ihn finden. Okay. Wieso kann sie das? Sie ist doch keine Assassine. Ich vertraue dir nicht. Ich weiß. Und doch bleibst du. Um dich zu überzeugen. Das passiert nicht. Das sagst du. Das weiß ich. Und doch bleibe ich. Komische Leute. Klopf, klopf. Ich puste den Kopf weg.
Du bleibst hier. Eine Mohawk-Squaw wird Verdacht erregen. Oder noch Schlimmeres. Das ist nicht das erste Mal, dass ich euer Volk besuche. Ich kann auf mich aufpassen. Das hoffe ich. Das klingt verlockend, aber das sind zwei Stücke mehr, als ich dabei habe. Was kostet denn eine Stunde Gestochere im Busch? Gestochere im Busch ist auch nicht schlecht. Ich gehöre nur zu diesen komischen Leuten, die hier stehen. Mir kam zu Ohren, die Franzosen wollten bis hierher vorrücken. Was Braddock wohl dagegen unternehmen will? Der ist schon zum Vorposten aufgebrochen. Ich wette, unsere kleine Ruhepause hier ist bald beendet. Wir marschieren sicher bald nach Süden. Okay. Ich bin heute in Stimmung für etwas Fleischbeschau. Ich will da nicht stationiert sein. Das ständige Tosen der Brandung. Das Salzwasser brennt in den Augen. Und die verdammten Möwen kreischen und scheißen alles voll. Bist du sicher, dass wir dahin gehen? Ei, wenn Bulldog wieder eine Expedition zusammenstellt. So heißt das also neuerdings. Expeditionen. Ja, sehr schlau. Gib den Dingen schöne Namen und schon wird alles verziehen. Die auffälligste ist immer noch die rechts neben mir, die auf der Stelle läuft. Also ich bin da ganz gut fein draußen. Kann ich irgendwie ein bisschen schneller gehen? Das ist irgendwie... Was war denn das? Oi! Wohin willst du? Ich? Nee, dein Zwillingsbruder. Also ich wollte gerade gehen. Ah, und nun? Tja, nun werde ich dir ein paar Zähne ziehen. Und du hattest Angst, ich könnte das Problem sein? Okay, das war recht glitchy, aber ich bin gut ausgewichen. Uff, bam, zack. Noch jemand? Wieder weggeglitscht. Ah, Noob. Oh, Takedown. Oh, noch mehr. Takedown. Geile Moves. Ich sehe nichts. Ich versuche die Kamera zu drehen, währenddessen ich kämpfe. Ich stecke beim Stift. Tisch fest. Jetzt steckt er am Tisch fest. Ja, ist gut. Komm. Eine Wunde. Ach, das ist nichts. Sie bewegt sich, die Wunde. Es ist nichts. Hier. Das sollte die Blutung stoppen. Das war nicht nötig. Aber danke. Wir sollten weiter. Triff mich später bei Braddock's Camp. Okay. Ich vermute mal, er ist in der Nähe vom Wasser. Wenn ich so Möwen höre und Wasser, dann ist er in der Nähe vom Wasser. So, ich dürfte mir mal hier ein Pferd leihen. Gucken wir mal auf die Karte. Was ist denn das da oben? Hausira. Okay, warum auch immer. Was ist das? Osten. Achso. Oh, Mission. Ja, da ziehen wir mal hin. Oh, wie? Ich find's toll, dass sich jeder hier einfach ein Pferd nehmen kann, ohne irgendjemanden beklauen zu müssen. Jetzt müssen wir nur hier einen Ausgang finden. Gibt's nicht einen Kutscher, der mich da hinfahren kann? Es wäre auf jeden Fall leichter. Naja, was soll's. Genießen wir ein bisschen die Atmosphäre des Winters. Ich muss sagen, ich mag ja eigentlich den Winter. Ich mag ihn wirklich. Wäre er nicht so kalt. Er ist halt kalt. Der Winter ist einfach nur scheiße kalt. Das heißt,
Wäre ich arbeitslos, hätte ich überhaupt gar nichts gegen den Winter. Da würde ich zu Hause sitzen den ganzen Winter und einfach aus dem Fenster gucken und mich freuen, dass andere draußen frieren. Aber selber rausgehen zu müssen, das ist scheußlich. Kannst du da irgendwie, weiß nicht, Pferd. Ah, easy. Ansonsten, ihr wisst ja, was ich meine. Jeder mag den Winter, wie er aussieht, wie er sich anfühlt, aber nicht, wie kalt er ist. Ja, wie wär's mit Laufen, Dude? Willst du mir damit sagen, du kannst da nicht durch? Lappen. Lappen von einem Pferd, ey. Scott Plants. Ich muss schon sagen, diese Weltkarte draußen ist verdammt riesig. Das ist quasi wie einmal Assassin's Creed 1 die komplette Karte. Nee, gar nicht. Nicht als 2. Da gab es ja nicht mit Schnellreisen. Assassin's Creed 2, die ganze große Karte. Der Teufel steckt im Detail. Nutze den Schneesturm, um dich zu tarnen. Hast du etwa Zweifel? Das nicht. Aber ich muss vorsichtig vorgehen. Geh schon, los. Ich halte von hier Ausschau. Okay. Ja, das machst du echt gut, ne? Ich habe noch niemanden besser Ausschau halten sehen. Ich verstecke mich in den Karren. Neue E-Mail erhalten. Die werden wir gleich mal lesen. So, ich im Karren. So komme ich auf jeden Fall schon mal leicht rein, das ist gut. Ich kann sie alle herpfeifen, das ist wirklich toll, ja. In dem Wagen. Habt ihr eine Ladeliste? Wenn ihr wünscht. Ich hab einen Vogel im Laden, im Karren. 10 Pfund, 20, das sind Eier, 16 Leib Käse, nicht aus Frankreich, keine Sorge. 5 Flaschen Whisky, ein paar Dutzend Uniformen, Stiefel und Leder zum Flicken, Decken, Karren mit Pferdestroh. Was noch? Das war's. Mehr habe ich nicht. Und ein Vogel. Es ist so dämlich. Kommt aus dem Wagen so ein Vogelgeräusch, ey. Die Kanonen sehen nach Lade aus. Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Bekanntheitsgrad. 2. Gegner beginnen bei Sichtkontakt eine Untersuchung. Bewegt er sich? Er bewegt sich. Kein Waffenstillstand. Verdammt! Warum, George? Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem er derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen, so ungern ich es zugebe. Dennoch, sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat, unsere Truppen verteilt. Und ich fürchte, Braddocks Blutdurst macht ihn leichtsinnig. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keiner Mutter oder Sitte die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fort Duquesne, vermute ich? Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandozelt, falls ihr sie sehen möchtet. Wenigstens wird es bald zu Ende sein. Ich habe versucht. Ich weiß, mein Freund. Ich weiß. Diese Karte wird sicher nützlich sein. Ich muss sie finden. Shit. Ach, komm, das ist nicht dein Ernst. Wieso springst du da hoch? Das wollte ich gar nicht. Leute, manchmal spinnt der Typ einfach. Warum tut er mir das an? Ich bin ein geschickter Spieler.
Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Jetzt kann ich das nochmal machen. Na gut, dann ziehe ich ihn jetzt schon mal in den Busch. Soll ich den Körper aufheben? Ob die jemand die Waffe vermissen wird? Ich weiß es nicht. Sehr schön. Braddock lehnt das Angebot ab. Kein Waffenstillstand. Verdammt! Warum, George? Welchen Grund nannte er? Sofort! Nein, 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 bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh nein, du kommst sofort zurück. Fuck. Bleib stehen. Nein! Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem ihr derzeit die Oberhand hätte. Scheiße! Er rennt weg! Ich sehe nichts. Geben wir es auf. Ja! Bitte! Das mag ja sogar stimmen, so ungern ich es zugebe. Dennoch, sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat unsere Truppen verteilt. Und ich fürchte, Braddock Blutdurst. Die sind über die Leiche gelaufen. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keine Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Hey, stopp! Das ist nicht dein Ernst, Mann. Komm sofort zurück, du Hasenfuß! Warum? Lange nicht fertig! Doch! Es spricht zu Ende, Mann! Scheiße! Er rennt weg! Was glaubst du, wo du hingehst? Wir sind noch lange nicht fertig. Sprech doch bitte zu Ende. Ach, zum Teufel. Wo ist der General jetzt? Und dann zieht er nach Fort Duquesne. Der Marsch nach draußen wird laufen. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandozelt, falls ihr sie sehen möchtet. Wenigstens wird es bald zu Ende sein. Ich hab's versucht, John. Ich weiß, mein Freund. Ich weiß. Diese Karte. Meine Fresse. Waren die nervig, die Jungs. Ich darf nicht entdeckt werden und da oben ist eine Kanone, die soll ich manipulieren, ist klar. Okay, die laufen auf jeden Fall durch diesen Busch. Da kann ich den hinteren Mann definitiv erwischen, wenn ich es denn muss. Da ist aber jemand. Ah ja. Da oben auch. Das heißt, ich muss zuerst den Typen erwischen. Der da oben dürfte eigentlich nichts mitbekommen, wenn ich mich da einschleiche, ne? Oh Gott! Please not. Oh. Ach, der lebt noch. Jetzt, toll, jetzt macht er da ein bisschen noch Geräusche. Wow. Werfen wir den jetzt mal hier rein, ne? Ich hoffe, dass er getarnt. Kommt da jetzt jemand hoch? Da hinten stehen zwei. Ach, die sind da stehen geblieben, okay. Das ist optional. Sind das mehrere Kanonen?
Es sind zwei Kanonen, ne? Oh. Die andere ist da hinten. Einfach mal da hinten. Soll ich es riskieren? Nein, was machst du denn? Du kannst mich sehen, das ist gut. Ja, wir sehen auf jeden Fall hier sehr getarnt aus. Da ist die Kanone. Da links sind die beiden und da ist nur der eine, ne? Hier, ich platziere dich mal auf der grünen Fläche, da bist du unauffällig. So. Alter! Mach keinen Scheiß! Keine Wache töten? Habe ich einen getötet? Was ist das für eine Quest, ey? Keine Wachen töten. Sei doch besoffen. Na gut, ich habe sie erwürgt, ne? Habe ich irgendjemanden von denen getötet? Ich glaube, einen habe ich getötet, ne? Nee, sonst wäre... Ich habe keinen getötet. Stimmt, ich habe alle nur erwürgt. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich bin doch hier. Hä? Hm? Oh, jetzt soll ich auch noch entkommen. Wie mache ich denn das? Verdammte Scheiße. Fährst du mich zurück? Ah, das wäre zu schön gewesen. Okay, das geht nicht. Hier kann ich auch nirgends hochklettern. Och Mann! Spiel, mach es mir bitte nicht so schwer. Es muss einen einfachen Weg geben. Es muss einen einfachen Weg geben, hier einfach rauszuspringen. Aha. Und du? Verdammt, da stehen Wachen. Das gibt's doch nicht! Okay, wenn die Wachen da stehen, die sehen mich, sobald ich runterspringe, sehen die mich. Könnte es auf der anderen Seite versuchen. Hat funktioniert. Das war nicht meine Absicht, sofort zu springen. Hätte mich den Kragen kosten können, aber egal. Wie kommen wir jetzt hoch? Da kann ich nicht hochgehen. Das könnte ein Indianer machen. Ich bin aber kein Indianer. Vielleicht lerne ich ja noch die Künste von denen. Hm. Aber ich sehe Land. Jawohl. Gut, Freunde, ich würde sagen, das könnte ein bisschen länger dauern. Wir sehen uns einfach morgen wieder, wenn ich da hinten bin. Haut rein, euer Zero. Tschüss.